Hallo Leute, heute gibt's wieder ein Resteverwerten-Video mit. Deshalb zeige ich heute, wie man aus einem Stück Leder ein schönes Flechtarmband macht. Viel Spaß beim Nachmachen. So, ihr Lieben, als erstes braucht ihr natürlich ein Stück Leder, einen Rollschneider, einen Stift und je nachdem, wie ihr das Armband später zumachen wollt, entweder einen gewöhnlichen Lochknopf oder ein Druckknopfset. Als erstes legen wir das Lederstück um unser Handgelenk. Und markieren uns die Stelle, an der wir sehen, wie lang das Armband sein soll. Danach zeichnen wir die Breite. Ich habe hier 3 cm gewählt, aber wer möchte, kann natürlich auch mehr oder weniger nehmen, es ist egal. Hauptsache, ihr könnt es hinterher durch 3 teilen. Dann zeichnen wir noch die Länge ein, ab der Markierung von eben. Als nächstes zeichnen wir noch 3 oder 4 cm dran, je nachdem wie locker ihr das Armband haben wollt. Denn nachdem wir geflochten haben, wird das Ganze natürlich noch ein wenig schrumpfen, daher muss da noch ein bisschen dran. Wenn ihr das habt, könnt ihr das Ganze jetzt ausschneiden. Danach machen wir noch 2 Markierungen. Und zwar zeichnen wir hier und hier jeweils 2 cm vom Rand weg. Nun zeichnen wir zwischen den beiden Markierungen unsere 3 Streifen ein. In meinem Fall sind die Streifen nun 1 cm breit. Dann nehmt ihr euren Rollschneider und schneidet entlang der Linien, so dass ihr 3 einzelne Streifen habt. Jetzt könnt ihr anfangen zu flechten. Ich fange hier mit der linken Seite an und flechte genau 3-mal. 1, 2, 3. Nun nehmt ihr den unteren Zipfel und führt diesen hinter dem mittleren Streifen auf die linke Seite. Danach flechtet ihr wieder genau 3-mal. 1, 2, 3. Jetzt nehmt ihr wieder den unteren Zipfel und führt ihn dieses Mal wieder hinter den mittleren Streifen, aber diesmal zurück auf die rechte Seite. Und wie ihr jetzt schön seht, sind die Streifen auch nicht mehr verdreht. Mit dieser Methode könnt ihr jetzt weitermachen, bis ihr unten angekommen seid. Juhu, fertig! So, je nachdem wie ihr jetzt das Armband zumachen wollt, könnt ihr den Zipfel noch abrunden und euren Druckknopf oder Lochknopf anbringen. So, wenn euch das Video gefallen hat oder ihr noch Fragen habt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ansonsten könnt ihr hier noch abonnieren und wenn ihr unsere beiden letzten Videos sehen wollt, dann könnt ihr hier zum Kissenbezug-Video gehen und hier geht es zum Kinderrucksack-Video. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Ciao.